Matthias Schindler ist Missionar, doch er predigt nicht auf Apfelsinenkisten in der Fußgängerzone. Sein Missionsfeld ist das Internet. Mit seinem neuen Verein Manna Place dreht Julius Kurzfilme mit christlicher Botschaft. Mission bedeutet für mich, da zu sein, wo die Menschen sind. Nicht die Menschen irgendwie zu sich zu holen. Ist ja egal, was ich mache, ob ich jetzt irgendwie ein Hilfsprojekt habe, ob ich eine Gemeinde gründe oder ob ich jetzt Filme mache oder irgendwas anderes mache. Man muss zu den Menschen hingehen und nicht von den Menschen verlangen, dass sie zu uns kommen, weil wir müssen den ersten Schritt auf die Leute hin machen. Ich habe nach meiner Schule Gott gefragt, was soll ich machen, und er hat mir ganz klar gesagt, ich soll Filme machen. Damals wusste ich noch nicht, dass es jetzt in diesem Bereich so ist. Das hat Gott Stück für Stück gezeigt, aber das war ein ganz klarer Gebetsanliegen an Gott und eine Antwort von Gott, dass ich das machen soll. Und ich weiß, dass das mein Auftrag ist. Nun hat der Berliner seinen ersten missionarischen Kurzfilm mit dem Titel Blind fertiggestellt. Also in dem Film gibt es eine Person, die ist als Mann in Schwarz dargestellt. Und diese Person versucht, die Menschen von einer Schatztruhe abzulenken. Und dieser Schatz, der da drin ist, ist die Beziehung zu Gott. Und das, was er für mein Leben vorbereitet hat, den Plan, den er für mich hat. Und Gott möchte uns beschenken in unserem Leben, möchte uns mit Segen überschütten. Aber er drängt sich uns nicht auf. Er hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Er ist in unserer Nähe immer in Reichweite, aber wir müssen auch einen Schritt auf ihn zumachen. Hauptdarsteller ist Gianni Arena, ein guter Freund von Julius. Er stand für Blind das erste Mal vor der Kamera und erklärt die Botschaft des Films so. Dass du auch im Leben Spaß hast, dass du auch dein Leben genießt, aber der Genuss, so wie alles andere im Leben, soll nicht die erste Stelle sein, sondern erste Stelle ist Gott. Manna Place finanziert sich durch Spenden. Hier in einer Berliner Wohngemeinschaft mit 9 Freunden lebt und arbeitet Julius. Geht es nach ihm, soll aus seinem Verein noch etwas Großes werden, denn er hat einen Traum. Dass es eine Produktionsfirma oder einen Verein, wie es im Moment ist, gibt, der rund um die Uhr Filme produziert, die kostenlos für alle, vor allem für die Menschen, die mit dem Glauben noch nichts zu tun haben oder noch nicht so viel im Hut haben, dass es für die Menschen kostenlos Filme gibt zum Ansehen. Und dass es eine große Sache wird mit vielen Mitarbeitern, mit eigenen Gebäuden, mit Studios und ganz viel Sachen. Kostenlos sind seine Filme jetzt schon. Und das hat auch einen guten Grund. Also ich glaube, dass im Moment das große Potenzial vom Film, dass es wie hinter so einer Staumauer gehalten wird. Also wenn man sich jetzt einen großen Staudamm vorstellt, da ist eine riesen Mauer und da kommt nur ganz wenig Wasser durch. Und ich glaube, dass diese Mauer das Geld ist, dass wenn Filme mit christlichen Inhalten Geld kosten, dann werden die hauptsächlich in anderen Gemeinden oder Hauskreisen oder Jugendgruppen landen oder vielleicht bei Leuten zu Hause, die dafür Geld ausgeben, aber die schon mit dem Glauben irgendwie Kontakt haben, vielleicht mit Gott eine Beziehung haben oder so. Und das Problem ist, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die überhaupt nicht diesen Kontakt zu einer anderen Gemeinde oder zum Freund, der Christ ist oder so, haben. Da gibt es ganz viele Leute und die sind aber zum Beispiel auf Facebook unterwegs und die würden nie einsehen, Geld für so einen Film auszugeben. Alles andere im Internet ist auch kostenlos oder ziemlich viel. Warum sollen denn nicht christliche Filme kostenlos sein? Dass sein Traum schief geht, kann sich der Filmfan nicht vorstellen, sagt er. Denn das Drehbuch zu seinem Projekt stamme schließlich nicht aus seiner Feder.